Moin, Diggi. Diggi, ne? Heute Thema Plastik und Verpackungsmüll. Was? Ja. Das ist ein Thema, oder was? Ja, komm los. Wenn du meinst. Findest du denn, wir produzieren zu viel von diesem Müll? Ja, ich finde schon. Ja? Weil mittlerweile ist ja jedes Produkt, alles, was wir verbrauchen, hat eine Verpackung. Finden Sie, wir benutzen zu viel Plastik und Ja. Ja, ich auch. Gerade, ja. Der ganze Plastikmüll im Meer, die Plastikflaschen im Meer, das ist doch schlimm. Deswegen heißt es auch Mehrwegflasche. Oh, Alter. Es wird so viel mit Einwegverpackung verkauft, weil es bequem ist. Und also das finde ich ziemlich furchtbar, ja. Das wäre gut, dass jeder was ein bisschen dazu beiträgt, unsere Umwelt zu schonen. Oder wie gesagt, sonst gehen wir einkaufen hier mit dem Stoffbeutel. Ja. Und was ist drin? Na, darf ich reingucken? Hm. Plastik. Oh, eine Plastiktüte. Ja, guck mal, vorbildliche Tasche. I love my planet. Wow, mit Plastik und Alu drin. Ja, cool. Ja, aber gesundes Zeug wenigstens, guck mal. Ja, aber wie soll ich das Zeug sonst... Ja, ne? Kannst ja nicht das einzeln tragen, die ganzen Dinger. Ja, aber man könnte es ja in ein Papier reinmachen, oder? Man kann locker auf Papier umsteigen oder einfach diese Mehrdosen verwenden. Das, oder beim Kaffee irgendwie den eigenen Becher mitbringen. Eigene Becher beim Kaffee zum Beispiel, ja genau. Ach, eine kleine Ausnahme heute, ja. Das sind ja Tonnen von Müll, wenn man das alles zusammenrechnet. Wie oft nimmst du so einen Kaffee to go? 4-mal im Jahr. Im Ernst? Ja. Und heute habe ich die ja ausgerechnet. Na, das glaube ich. Mega selten, mega selten. Echt. Ich habe zum Beispiel keine Mülltüten mehr aus Plastik. Ach so. Heute habe ich aber mit schlechtem Gewissen eine gekauft. Und hast du nicht auch so einen Becher, den man mitbringen kann? So? Den haben wir jetzt geschenkt bekommen. Gerade frisch, aber heute nicht dabei gehabt. Ja. Du hast auch so einen? Ja, ich habe auch ganz viele. Und wo ist er? Die sind bei mir zu Hause jetzt. Das ist ja auch anstrengend, ne? So ein Becher, den musst du dann immer ja, mitschleppen. Du bist da, weil die musst du sauber bist da zu faul zu. Aber Leute, die halt ein bisschen Bewusstsein ein haben, die machen das wenigstens. Ja, komm, Jakob ist der Öko von uns beiden so ein bisschen, ne? Wir haben viel zu viel Müll. Alter, Jakob, ich sag dir mal was, ja? Egal wie viel Müll du hast, FC Bayern München hat Müller. Oh, Alter. Alter, das ist gut, oder? Komm. Okay, Flachwitz-Time. Die Luft ist raus. Ich würde sagen, Drehschluss, Digi. Ja, dann gehe ich mit denen noch einen Kaffee to go trinken.